Hallo, liebe Freunde dieses Kanals. Flensburg hat einen Inzidenzwert von 185,2, stand gestern und ist gleichzeitig laut dem Robert-Koch-Institut die Corona-Mutationshochburg. Und deshalb hat man die Maßnahmen gegen Corona und die Regeln verschärft. Alles dazu jetzt im Video. Denn laut Flensburgs Bürgermeisterin Simone Lange ist mehr als ein Drittel aller Infektionen in Flensburg auf die britische Mutation zurückzuführen, vor der man uns ja so warnt und die so gefährlich ist angeblich und warum wir jetzt immer noch im Lockdown sitzen. An sich nichts Besonderes, aber als ich diesen Artikel gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass dort ein Satz fällt, so als Nebensatz, der mich hat aufhorchen lassen und ich zitiere, laut RKI ist überall in Schleswig-Holstein und in den meisten Regionen Deutschlands liegt der Anteil der britischen Corona-Mutation unter 20%. Das hört sich erstmal gut an, aber wenn man drüber nachdenkt, das heißt unter 20%, wir sind also schon bei 10-20% britische Mutation bei den Corona-Infektionen, was ja bedeuten würde, dass wir mit diesem Lockdown überhaupt nichts mehr runterkriegen, denn das ist ja die Begründung, dass man diese Mutationen im Griff behalten möchte. Laut Aussagen von den Verantwortlichen ist aber ja diese britische Mutation so hoch ansteckend, dass man im Lockdown bleiben muss. Wenn jetzt aber ein Drittel aller getesteten Leute in Flensburg oder wie Frau Simone Lange, also die Bürgermeisterin von Flensburg, gesagt hat, mehr als ein Drittel mit dieser britischen Mutation infiziert sind, dann haben wir doch ehrlich gesagt gar keine Chance mehr, das im Griff zu behalten. Denn wenn die so hoch ansteckend ist, wie man sagt, und sie ist schon bei so vielen Menschen verbreitet, denn wir hatten ja auch in Osnabrück den Ausbruch bei der Eisfabrik, auch dort wurde diese Mutation nachgewiesen, das heißt, diese Mutation ist wahrscheinlich schon überall in Deutschland vertreten und jetzt zu versuchen, das mit einem Lockdown auszumerzen, ist völlig sinnlos. Ja. Auch eine Nachverfolgung wird dann nichts bringen. Das ist meine Meinung. Ihr kennt mich. Ich habe es schon mehrfach gesagt. 10 Tage später jemanden zu fragen, mit wem er Kontakt hatte und dann diese Leute zu kontaktieren, ist absolut sinnfrei, denn dann haben diese Leute sich schon längst infiziert und haben schon wieder andere angesteckt. So kann man es nicht im Griff behalten und man wird es auch nicht. Und deshalb würde ich mal vorschlagen, dass wir vielleicht mal diesen Lockdown etwas lockern. Denn die Mutationen sind da, die werden da bleiben, die werden auch nicht weggehen und wir werden die auch nicht im Griff haben. Das heißt, wir werden mit Inzidenzwerten leben müssen, die eben weit jenseits der 35 liegen. Und diese 35 sind ja auch nur so ein Fantasiewert, den sich jemand hat einfallen lassen, ohne den näher zu begründen. Die einzige Begründung ist eben, dass man dann über die Gesundheitsämter angeblich das im Griff behalten könnte. Das hat man aber auch beim Inzidenzwert von 50 behauptet, hat auch nicht funktioniert. Also von daher habe ich da keine große Zuversicht, dass da irgendwas funktioniert. Funktionieren wird, denn auch gar kein Vorwurf. Ich bin der Meinung, ihr wisst es, es ist nun mal ein Virus und den kann man nicht im Griff behalten. Der ist eben da und wenn wir es nicht mit Impfungen in den Griff bekommen, werden wir damit leben müssen. Für mich etwas erschreckend sind eben die Maßnahmen, die dann getroffen worden sind jetzt. Ja, gestern hat man nämlich verkündet, dass man praktisch in Flensburg die Corona-Regeln verschärft und das hat man so mal gesagt. Ja, wir haben die Mutation, wir haben einen Inzidenzwert von über 180 und jetzt müssen wir eben die Corona-Regeln verschärfen. Das entscheidet dann wer, liebe Freunde? Eine Person? Zwei Personen? Ich weiß nicht, ob das so weit weg ist von anderen Ländern, wo wir immer drüber reden und sagen, ah, da entscheidet eine Person oder drei Personen. Letztendlich habe ich gelernt im letzten Jahr und auch jetzt, dass wir in Deutschland auch nicht viel anders sind. Das ist eben nur die Frage, wie gut es uns geht. Ja, wenn es uns eben nicht so gut geht und wir haben ein Problem, dann entscheiden auf einmal auch nur eine Handvoll Leute über unser Leben. Das ist doch die Realität, oder? Ich meine, wer hat denn über die Ladenschließung entschieden? Wer hat über die Schließung der Gastronomie entschieden? Wer hat darüber entschieden, dass Schausteller seit über einem Jahr kein Einkommen mehr haben, weil sie nichts mehr machen dürfen? Wer hat denn darüber entschieden, dass Künstler, Musiker alle nicht mehr auftreten können? Wer hat das denn entschieden? Das waren 17 Leute, ja, eine Frau an unserer Spitze und 16 Ministerpräsidenten. Also so wie bei einem bekannten Märchen, also Schneewittchen und die Zwerge, ihr wisst schon. So ist das ungefähr, ja. Das ist ja auch nicht so wahnsinnig breit gefächert, ja. Es entscheiden eine Handvoll Leute. Das ist auch nicht anders wie bei anderen Systemen, die wir immer so kritisieren. Momentan zumindest. Und man kann das natürlich mit dieser Notlage rechtfertigen, aber mir wäre etwas wohler, man würde die Parlamente einbeziehen, ja. Man würde sagen, okay, wir leben in einer parlamentarischen Demokratie und in keiner Monarchie und deshalb wäre es mir halt recht, wenn man die Parlamente befragt, auch wenn das ein bisschen länger dauert. Seien wir mal ehrlich, diese ganzen Entscheidungen, die getroffen worden sind, haben auch lange gedauert und man könnte ein Parlament an einem Tag befragen und dann könnte man eben sagen, okay, es ist vom Parlament legitimiert, wäre dann vielleicht besser, weil dann die Opposition auch ein kleines Wort mitzureden hätte. Es würde zumindest mal eine Debatte stattfinden. Passiert nicht. 17 Leute entscheiden das und wahrscheinlich davon 5. Ja, weil das ist
wie in der Schulklasse. Es gibt die Anführer und es gibt die Mitläufer und so wird das auch in der Politik sein. Einigen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten wird das relativ egal sein. Hauptsache, sie sind an ihrer Position. Das sind ja auch Mitglieder in diesen Parteien und die müssen auch schauen, dass sie es denen an der Spitze nicht zu bunt treiben, denn dann sind sie beim nächsten Mal weg vom Fenster. So läuft das. Und vor allem als Abgeordneter wird man dann eben nicht mehr aufgestellt. Aber die haben ja momentan sowieso nicht viel zu melden und zu lachen und deswegen entscheiden das eben eine kleine Gruppe von Leuten. So auch in Flensburg und man hat da mal kurz entschieden, keine Kontakte mehr. Ist kein Witz, liebe Freunde. Kein Haushalt darf sich mehr mit einer anderen Person treffen. Das ist die neue Corona-Regel und das hat mich wirklich frustriert. Ja? Da entscheiden dann eine Handvoll Leute, dass ich mich mit niemandem mehr treffen darf. Also mich nicht. Ich lebe nicht in Flensburg, zum Glück, aber das kann überall passieren, liebe Freunde. Wenn die Mutation bei mir auftaucht hier in unserem Ort, wir haben die Grünen, dann wird es noch schlimmer. Ja? Dann darfst du wahrscheinlich dich nicht mal mehr in deinem Hausstand treffen und mit der Maske mit deinem Ehepartner im Auto rumfahren. So wird das dann werden, weil die Grünen sind ja da rigoros, zumindest bei uns. Obwohl wir jetzt Landtagswahlen haben und das sieht ganz gut aus, denn man hat sich daran erinnert, wir wollen ja nicht unbedingt Wählerstimmen verlieren, also lassen wir mal den Handel wieder öffnen. Zumindest bis die Wahlen vorbei sind und nach den Wahlen könnte man ja dann aufgrund einer niederländischen Mutation zum Beispiel sagen, tut mir leid, liebe Freunde, jetzt müssen wir leider wieder zumachen. Danke, dass ihr mich gewählt habt. Jetzt brauche ich euch nicht mehr 4 Jahre lang. Jetzt machen wir euch den Laden wieder dicht. Kleine Ironie am Rande, liebe Freunde. Also, ich zitiere mal aus den Corona-Regeln von Flensburg, die jetzt sind. Außerdem darf sich künftig in Flensburg ein Hausstand nicht mehr mit einer weiteren Person treffen. Das heißt, man darf sich mit niemandem mehr treffen und das gilt für den öffentlichen wie auch für den privaten Bereich. Geht's noch, liebe Freunde? Keine Person mehr treffen? Zitat von Ministerpräsident Daniel Güntner von der CDU. Er sagt dazu, zu dieser Regel, dass man sich mit niemandem mehr treffen darf, also keine weitere Person aus einem weiteren Hausstand. Also, liebe Singles, leider Pech gehabt. Es gibt keine Partnerschaften mehr in Flensburg, denn ihr dürft euch mit niemandem mehr treffen. Auch nicht mehr beim Spaziergang auf der grünen Wiese, weil die Restaurants haben ja alle zu. Also, er sagt dazu, ich weiß, dass das eine weitere Einschränkung der Freiheit der Menschen ist. Wir merken aber einfach, dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichen. Pech gehabt, liebe Flensburger. Wir haben gemerkt, die Maßnahmen reichen nicht aus. Und wenn der Inzidenzwert über 500 steigt, dann kommen alle in den Knast. Oder wie seht ihr das? Ja, wir können doch nicht einfach über die Freiheit der Menschen so mit, naja, wir haben bemerkt, wir müssen jetzt was verschärfen und wir haben das dann halt mal gemacht. Und ihr blöden Wähler habt eigentlich gar nichts zu entscheiden. Und leider ist es dann so, dass in ein paar Monaten oder wann auch immer in die Wahl ist in diesem Bundesland, in dem Flensburg liegt, wählen die Leute sowieso wieder den gleichen Mist. Ja, das ist immer so. Bei uns ist das auch so. Da wird lamentiert und gejammert und kritisiert und dann wählt man wieder den gleichen Mist wie vorher, weil so viele gute Alternativen gibt es ja auch nicht, ehrlich gesagt. Ja? Ich habe da auch so meine Probleme. Ich kriege momentan lauter so Wahlblätter in meinen Briefkasten jeden Tag von irgendeiner anderen Partei. Da steht eigentlich immer das Gleiche drin. Nur erinnere ich mich leider immer an die letzten Jahre und ich muss halt immer leider sagen, aber warum habt ihr es denn dann nicht gemacht? Wenn ihr billigen Wohnraum bei uns schaffen wollt, ja, warum habt ihr es denn die letzten 8 Jahre nicht gemacht, wo ihr in der Verantwortung wart? Ne? Ihr seht schon, Probleme. Die Opposition fordert immer, wenn sie dann an den Drücker kommen, meiner Lebenserfahrung nach, machen sie den gleichen Mist wie die anderen Parteien. Nur in der Opposition kann man natürlich mal loslegen und alles fordern, was man so gerne hören möchte bei den Wählern. Ach übrigens, ich habe noch was vergessen. Eine Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5 Uhr morgen gibt es in Flensburg noch obendrauf. Nur um ganz sicher zu gehen, dass sich auch wirklich keiner mehr trifft. Ich frage mich nur, ob die wirklich glauben, dass sich keiner trifft. Ich meine, seid mal ganz ehrlich, liebe Freunde, haltet ihr euch an diese Kontaktbeschränkungen? Also ich kenne kaum jemanden, der sich daran hält. Natürlich nur ich halte mich an alles. Ja, ich gehe auch nicht mehr zum Friseur. Hab keinen Friseur. Schneide ich selber. Oder meine Frau, besser gesagt. Und ich gehe auch nie raus und treffe nie einen Freund oder 2 Freunde. Nie. Das mache ich nicht. Ne? Ich halte mich total an die Regeln. Ganz wichtig, liebe Freunde, immer an die Regeln halten. Hat ja auch super funktioniert in der Vergangenheit. Die Inzidenzwerte sind gefallen und deshalb sitzen wir seit November, Dezember, Januar, Februar, März im Lockdown. In diesem Sinne, schreibt mir in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Gebt mir ein Like, wenn euch das Video informiert hat. Folgt meinem Kanal, dann seid ihr immer informiert. Bis dann, euer Alex.